Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Ich habe für euch das Born of the Gods oder Kinder der Götter Intro-Pack Flammende Kampfeslust. Es ist rot und weiß. Hauptfarbe ist wohl rot. Wir haben den roten Pylis-Drachen vorne drauf. Und wie immer werde ich euch hier in diesem Video das komplett neue Intro-Pack vorstellen. Dann könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht was für euch ist. Ich gebe euch natürlich wieder Tipps dazu. Wie kann man das Deck umbauen? Was kann man so damit machen? Und wie in jedem Intro-Pack haben wir ja hinten drin zwei Booster. Die werde ich auch schon in diesem Video aufmachen und dann direkt gucken, ob man vielleicht das Deck damit ein bisschen verbessern könnte. Als erstes packe ich das mal aus, sortiere das ein bisschen für euch und dann gucken wir uns das mal zusammen an. So, ich habe das Ganze ein bisschen sortiert. Die Länder tun wir als allererstes weg. Wir haben natürlich ganz viele Gebirge und Ebenen. Und ja, schauen wir uns das Deck an. Ich kann vorweg sagen, ich würde das Deck auf Aggro umbauen. Wir fangen an mit dem Flammenführer-Drachen. Wie gesagt, die rote Pylis-Promo für 6-5-4 fliegend. Für 2 Mana schießt er einen Schaden auf eine Kreatur. Und die kann in dem aktuellen Kampf nicht blocken. Und er kann es auch nur machen, wenn er angreift, der Drache. Er räumt fliegende Blocker weg, kann auch kleine Kreaturen einfach töten. Guter Mann, aber wie gesagt, ein bisschen teuer, weil ich eher Aggro bauen würde. Und ihr werdet jetzt auch sehen, wenn ich den Rest des Decks vorstelle. Akroscher Schwertkämpfer mit Heroic-Trigger. Gibt es einen 1-1er Eile-Soldaten-Spielstein. Haben wir zweimal Priesterin des Iroas. Für ein Mana 1-1 können wir opfern, um Verzauber zu zerstören. Ist eigentlich auch ganz nett. Der loyale Pegasus. Für ein Mana 2-1 fliegend. Er kann weder alleine angreifen noch blocken. Das ist aber auch relativ egal. Den finde ich gut. Also ich direkt hier Schwertkämpfer auf 4, Pegasus auf 4. Gegner ins Gesicht hauen. Athlet der Arena für 2 Mana 2-1. Heroic. Immer wenn er Ziel von einem Zauber wird, kann eine Kreatur unserer Wahl, die einen Gegner kontrolliert, nicht mehr blocken. Ihr seht, das riecht einfach nach Aggro. Der Hedonist, der Rücksichtslose, für 2 Mana 2-1, für 1 Mana Opfer ein Artefakt abschießen. Also viele solche Opfereffekte auf unseren Bietern. Also wir können den Gegner hauen und wenn er ein gefährliches Artefakt hat oder hier eine gefährliche Verzauberung hat, können wir die einfach opfern, um die zu handeln. Müssen nicht extra Sprüche dafür aufwenden, das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Akroischer Himmelswächter, für 2 1-1 fliegend, immer wenn er Ziel von einem Zauber wird. Triggered Heroic für eine +1/+1 Marke, auch nett, 2 Stück. Dann der Phalanx-Anführer für 2 Mana 1-1, sobald er Ziel wird, kriegen alle unsere Kreaturen eine 1-1 Marke, richtig gut, 4-mal rein. Der Hoplit für 2 Mana 1-2, immer wenn er angreift, kriegt er +x/+0 bis zum Ende des Zuges, wobei x die Anzahl der angreifenden Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Können wir ruhig auch öfters spielen, wir kriegen ja auch ordentlich Masse aufs Feld mit dem Schwertkämpfer, sogar noch mehr Tokens, auf jeden Fall super. Der Plänkler für 3-3-1, wenn er Ziel von einem Zauber wird, können wir eine Kreatur tappen, also Blocker aus dem Weg räumen. Zweiköpfiger Cerberus für 3 Mana 1-2 Doppelschlag, also den wollen wir auf jeden Fall irgendwie verzaubern, damit er mit Doppelschlag richtig fies zuhaut. Geflügelte Reiterin für 3 Mana 2-2 fliegend Heroic, sie kriegt auch +1/+1 Marken. Und die zweite Rare im Set oder im Pack hier ist Champion des Labyrinths, 4 Mana 2-2, immer wenn er Ziel vom Zauber wird, schießt er 2 Schaden. Auch nett. Die Akroische Phalanx für 4 Mana 3-3 Wachsamkeit. Für 3 Mana, ja, so ein Pseudo Purphoros, kriegen alle unsere Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Können wir später Mana reinpumpen, um unsere große Masse richtig stark zu machen. Auch guter Mann. Würde ich vielleicht noch einen zweiten reintun. Zyklop vom Eigenaugenpass für 4 Mana 5-2. Der kann den Gegner richtig fies umhauen. Wird aber auch leicht tot geblockt, also irgendwie müssen wir da was dran machen. Akroischer Rekrutierer, für 5 Mana 3-2, immer wenn er Ziel von einem Zauber wird, können wir dem Gegner eine Kreatur klauen bis zum Ende des Zuges, die enttappen und ihr Eile geben. Richtig gut, würde ich auch am Ende der Kurve, 5 ist schon verdammt viel für so ein Aggro-Deck. Und wenn ich bis zu 5 hochgehe, ist er tatsächlich aber eine gute Wahl. Koordinierter Angriff, super, bis zu 2 Kreaturen kriegen +1/+0 und Erstschlag, triggert doppelt Heroic, die würde ich auch öfters spielen. Inbrunst der Sterblichen, für 1 Mana ja, +1/+1 Lifelink, Heroic Trigger. Dann Hammerschlag als Removal für unsere gegnerischen Kreaturen, damit er nicht blocken kann. Schießt so viel Schaden, wie eine Kreatur bei uns stärker hat, auf eine gegnerische Kreatur. Auch cool, dass die zweimal drin ist. Prüfung des Purphoros ist natürlich richtig gut für 2 Mana. Müsstet ihr auch kennen, ist ja aus Teros. Immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, gibt es eine +1/+1 Marke. Sind dann 3 oder mehr Marken auf. Hier opfern wir die Prüfung, um 3 Schaden zu schießen. Ist auf jeden Fall gut und ja, triggert halt auch Heroic. Die Herausforderung annehmen, eine Kreatur unserer Wahl kriegt +2/+0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges, finde ich nicht so geil. Die beiden würde ich tatsächlich rausnehmen, um mehr koordinierte Angriffe zu spielen, weil hier gibt es auch letztendlich für 2 Kreaturen +1/+0, also ist auch letztendlich ein Stärkebonus von +2, kostet Mana weniger und triggert Heroic doppelt. Definitiv besser. Vom Leibehalten verhindert 7 Schadenspunkte,
Raus. Wir wollen Aggro spielen. Sengendes Blut ist dagegen schon viel besser. Für 2 Mana, 2 Schaden auf eine Kreatur. Und wenn die Kreatur stirbt, 3 Schaden noch auf den Gegner. Gute Karte. Furchtloser Ansturm für 3 Mana. Bis zu 2 Kreaturen kriegen +2/+2. Also 4/4 Boost effektiv. Doppel Heroic Trigger. Und Gipfel der Wut. Raus. Denn viel zu teuer. Und ihr seht, ich finde, das Deck ist überdurchschnittlich gut für ein Intro-Pack, muss ich leider sagen. Was heißt, muss ich leider sagen? Umso besser ist das für unsere Anfänger. Also, mehr Schwertkämpfer würde ich spielen, mehr Pegasus, vielleicht noch Himmelswächter, auf jeden Fall mehr Phalanx-Anführer. Ihr habt gesehen, wie viele Heroic-Trigger wir haben. Bei der großen Masse eine 1-1-Mark auf jede Kreatur ist einfach tödlich für den Gegner. Hoplitz kann man öfters spielen. Den Cerberus würde ich auf jeden Fall öfters spielen. Die Reiterin kann man auch öfters spielen. Die Sache ist, man kann alles öfters spielen, aber es gibt wenig, was ich cutten würde. Vielleicht würde ich tatsächlich bei der akroischen Phalanx aufhören. Sie pumpt nämlich alles, das ist ganz gut. Würde ich die 2-3 Mal am Ende der Kurve spielen und alles drüber auf jeden Fall cutten. Und selbst hier die Heroic-Trigger sind alle gut. Das triggert alles Heroic. Vom Leibehalten kann man halt noch cutten, weil Schaden verhindern will ich nicht. Also überdurchschnittlich gut. Den Drachen würde ich übrigens auch cutten. Wir wollen nicht bis 6 Mana gehen, da ist der Gegner schon tot eigentlich. Also sehr, sehr, sehr starkes Deck. Lasst gerne Kommentare da, also für die Leute, die vielleicht auch schon länger Magic spielen. Ich schätze das Deck als extremst gut ein. Super Intro-Pack. Ich lege das mal zur Seite und wir gucken mal, ob wir ein paar Karten finden, die ich eben angesprochen habe. Also das Deck out of the box, also aus der Box direkt spielbar. Top-Teil. Cooles Deck. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, ob wir noch was für das Deck finden. So, Autofokus ist da. Ja, notfalls der Himmelswächter kann man nochmal reintun. Noch einen Hammerschlag kann man reintun. Vom Leibe halten wollten wir cutten. Die Krake, einsames Pseudama. Heldin des Lena-Turms. Falsche Farbe, passt nicht ins Deck für 1-1-1 Heroic. Also Heroic wäre passend, aber ist leider falsche Farbe. Passt also nicht ganz, aber da waren schon gute Commons drin. Hammerschlag etc. ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Gucken wir uns mal das zweite Booster an, ob wir da noch was haben. Ja, nochmal ein Pegasus könnte man reintun. Existenz aberkennt für Sideboard, der 4. Hammerschlag. Vernichtende Zurechtweisung, notfalls um irgendeinen 6 und den 6 Mana Burn Spell einfach rausnehmen. Vernichtende Zurechtweisung rein, ist okay. Und ein Tromokrates. Auch das Ding, das passt in kein Deck rein, selbst wenn es blau ist. Okay, auf jeden Fall haben wir aber hier die ausreichenden Commons und Uncommons gefunden. Und hätte man sich das so gekauft, könnte man tatsächlich die 5-6 Karten, die ich angemängelt habe, cutten können. Und hätte ein schönes, spielbares Casual-Deck sofort. Finde ich richtig genial. Schönes Deck, ich hoffe, ihr könntet was lernen. Vielleicht habt ihr ja Bock auf das Intro-Pack, gibt es ja auch bei Games Island. Und könnt ihr einfach mal Kommentare da lassen, wie euch das Video gefallen hat oder das Deck. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. We'll be right back.